Ja, sie sagte das ja auch. Bildbeurteilung, der Fotopodcast. Du bist gerade Dann abgehackt. und heute haben wir eine Spezialsendung. Heute haben wir nämlich einen Spezialgast auch. Wir haben den Thomas Leutert am Start. Ein paar von uns waren in einem Workshop mit ihm letztes Wochenende und sind dort leider nicht mehr dazu gekommen, oder Gott sei Dank für diese Sendung heute zumindest, dazu gekommen, uns die Bilder anzuschauen, die die Teilnehmer gemacht haben. So, und da haben wir gesagt, das machen wir heute hier in der Sendung. Und da hat Thomas sich bereit erklärt, hier mitzumachen. Finde ich total toll. Jetzt könnte es ja sein, dass wir hier Zuschauer haben, die unter diversen Steinen leben und überhaupt keinen Plan haben, wer du bist. Thomas, sei doch so lieb und stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Thomas Leuthard, ich bin ein Streetfotograf aus der Schweiz und ja, bin im deutschsprachigen Raum relativ bekannt, wenn man sich mit Streetfotografie auseinandersetzt. Wenn nicht, dann kennt man mich wahrscheinlich auch nicht. Ja, das könnte sein, aber irgendwann wurdest du ja mal sogar gewählt zu einer drittwichtigsten Persönlichkeit in der Streetfotografie. Also in diesem Bereich zumindest hast du eine gewisse Bekanntheit. Was gibt's denn da zu lachen, Herr Nein, Strigisch? nichts. Ja, Ich habe das Gesicht von Thomas jetzt genau gesehen, als das gesagt wurde mit der Persönlichkeit. Sehr gut, ja. Nein, aber trotzdem, vielen Dank, dass du da bist. Und wie gesagt, die Teilnehmer, die letzte Wochenende da waren, haben Bilder geschickt. Also alle bis auf einen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich würde einfach mal sagen, ohne lange. Maximal, Thomas, und du suchst dir mal das erste aus. Wo sehe ich die Bilder? So, hier Sorry. Technik Teil 2. Ja, Achtung. Das ist jetzt das. Machen wir mal hier so. Teilen und dann mal so. Present to everyone. Siehst du wahrscheinlich noch dich? Und jetzt solltest du meinen Lightroom sehen. Ist das so? Ja. Das ist doch Ich gut. würde, ja, nehme das letzte Mal ganz unten rechts. Ich habe es befürchtet. Ja, nutzt ja nix. So, warte mal. Jetzt machen wir das nochmal so, dass wir hier auch noch das in dem Hangout vernünftig sehen, genau. Und das machen wir so. Ja. Marc, das hast du gemacht. Ja. Aber das ist doch super. Ja, Thomas, du hast es ausgewählt. Warum? Ja, weil ich im Thumbnail schon ein bisschen was gesehen habe und dass das was Außergewöhnliches ist, was man vielleicht nicht jeden Tag sieht. Also der Mark hat einen Spiegel, eine Vespa wahrscheinlich genommen, um da jemanden abzubilden. Das Einzige, was mich stört, ist unten rechts der Pfosten. Also du hättest entweder den Pfosten wegmachen können oder die Vespa ein bisschen umstellen können. Oder dich vielleicht ein bisschen anders zu positionieren. Aber sonst finde ich, der Spiegel ist da sehr gut auf einem Drittel im Bild. Man kann unten links sogar noch das Taxi lesen. Und was jetzt noch cooler wäre, wenn oben links noch irgendetwas ins Bild fahren würde, ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Auto oder jemand laufen würde, wäre dann noch cooler. Aber ich finde es sehr gut. Also es war spannend, mal was anderes, was man nicht täglich sieht. Gefällt mir. Danke. Was meint ihr dazu? Wo ist der Tom hin? Ja, ich glaube, der fixt erstmal seine Technik. Das United. Also, ebenso, also möchte ich mich anschließen. Foto finde ich total klasse, gelungen. Die linke Dame, wobei spiegelverkehrt. Ist die rechte oder sagt man dann trotzdem die linke? Guckt Die sogar reinguckt. guckt in die Kamera und da hast du also genau den richtigen Augenblick dann sozusagen auch noch erwischt, dass da noch eine Interaktion mit dem mit der abgebildeten Person da stattfinden kann. Ja. Ich finde jetzt nicht so schlimm, dass man da den Poller da noch drin hat. Oder das Taxi halb verdeckt ist, weil letzten Endes kann man es trotzdem erkennen.
Schweigen im Walde, wo ist der Rest? Ich bin mir nie sicher, ob wir Audioprobleme haben oder nur niemand was sagt. Okay. Also ich höre dich, Joachim, Stefan habe ich eben gehört, Thomas höre ich gerade nicht. Sag du doch mal was dazu, zu dem Bild. Ich jetzt? Ja, Joachim. Joachim. Spricht dich das an, spricht dich das nicht an? Ja, prinzipiell ja, nur ich persönlich wäre wahrscheinlich eine Fußlänge näher rangegangen, hätte den Spiegel eher von oben runter fotografiert, damit ich den Zumpfel, Boller, Stecken, wie auch immer, dass ich da ein bisschen mehr drauf hätte. Mhm. Ich hätte dann so, also der Herr Leutert hat ja gemeint, er will ihn nicht sehen, oder gefällt ihm nicht, ich hätte ihn sogar noch mit reingenommen, dass er mehr von oben fotografiert wird und vor allem, dass man mehr davon sieht. Also Bildmitte, wenn sie das ausgegangen wäre. Das Ganze stresst dann ein bisschen, weil die Mädels hier hinten weiter marschieren, das ist schon klar. Aber irgendwie, das Taxi selber knallt mir ein bisschen zu großflächig rein. Das lenkt irgendwie sehr auf kleinen, scharfen Bereich, mir persönlich. Ja, ich habe noch ein paar andere Bilder, die, wo ich noch weiter aufgeblendet habe. Also eine größere Blende. Nur da sind die Personen nicht mehr so schön, die da reingeguckt haben, beziehungsweise vorbeigelaufen sind. Weil ich hatte dann nachher aber mal gedacht, okay, eigentlich könntest du noch mal ein bisschen mehr Unschärfe im Hintergrund haben, aber da waren leider Gottes die Motive dann nicht mehr so toll, die da durchgelaufen sind. Und Tom, was sagst du? Ich frage mich die ganze Zeit, also mir ist das mit dem Spiegel und dem grauen Asphalt, das geht mir zu sehr ineinander über, ob man das irgendwie technisch hätte anders lösen können, dass der Asphalt ein bisschen dunkler wird, vermutlich klappt das nicht, das geht mir zu sehr Ton in Ton, aber die andere Frage ist, was ist da für mich für eine Geschichte drin, und die Geschichte, die ich sehe, ist eigentlich nur dieser Blickkontakt zwischen der, ja, von mir aus gesehen linken Frau und dem Fotografen oder beziehungsweise dem Bildbetrachter, also mir. Und viel mehr passiert mir da nicht. Ich sehe ja, dass das ein Außenspiegel ist. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob du nicht vielleicht hättest warten sollen auf interessantere Leute, die mit diesem Spiegel irgendwas zu tun haben. Also wenn da ein erkennbarer Mopedfahrer durchgeht oder so, ne, irgendwie sowas in der Art, dass sich so eine Geschichte mehr schließt. Also ja. Mit dem Warten ist das ja, wir waren ja auf einem Workshop. Mhm. Und, ja, ich war bei der Situation. So, man versucht da bestimmte Sachen und eignet sich ja nur die Technik an. Mhm. Und typischerweise, also wenn man da jetzt 10, 15 Minuten wartet, bis da die richtige Person im Spiegel vorbeiläuft, also ich glaube, die Bilder, die wir alle sehen werden, sind mehr oder weniger Zufallstreffer. Da wird man irgendwie sich eine Idee zurechtgelegt haben. Oh, da könnte ich irgendwie diese oder jene Technik vielleicht umsetzen. Und dann hat man sich da ein paar Minuten aufgehalten und versucht, das Ganze in Gang zu setzen. Ne? So, also von daher... Hattet ihr, ich war gerade nämlich im Moment off hier und muss mir erst wieder neu einwählen, habt ihr irgendein Thema gehabt an dem Wochenende oder an dem Tag, als ihr die Aufnahmen gemacht habt? Oder war das, habe ich jetzt irgendein Thema verpasst oder ist das einfach entstanden? Street-Fotografie bei Thomas war das. Ja, okay. Thomas Leuthardt. Ah. Und wir haben natürlich irgendwie aus dem Füllhorn der möglichen Übungen, die man auf einem seiner Workshops durchführen kann, die ja auch mit Sicherheit jetzt gleich in alphabetischer Reihenfolge oder numerischer Reihenfolge alle runterzitieren kann. Da gab es irgendwie einen Rahmen suchen, Sachen der gleichen Farbe ablichten, Reflexionen und so weiter. Wir hatten ein bisschen Regen, also das Reflexionsthema ist, glaube ich, einige Male ganz gut anzugehen gewesen. Ich habe mich an Schaufensterscheiben ein bisschen versucht, auch andere Dinge da umgesetzt und ja. Okay.
Alles klar, weiß ich zumindest da schon mal Bescheid. Also jetzt nicht irgendwie. Das gilt natürlich auch für alle folgenden Bilder. Ja, ne? Ja. Okay. Gut. Ich glaube, die 10 Minuten, die wir da jetzt haben, die haben immer noch nicht ausgereicht, um bei Thomas. Thomas hat dir gerade geschrieben im Chat, dass du weiter moderieren sollst. Er hört uns, aber hat sonst keine. Er hat jetzt auch gerade ein neues Bild eingeblendet. Okay. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Bild, was ich irgendwie trotz mehrfachen Übens nicht hinbekommen habe, an so eine Schaufensterscheibe ranzutreten und dann auszulösen und eine Person dahinter abzulichten. Tom, kannst du damit mehr anfangen? Erzählt das mehr eine Geschichte? Das ist für mich jetzt erstmal so der optische Reiz natürlich durch die Fensterscheibe, die dann, wo zwei Bilder miteinander verschmelzen. Also ich sehe vermutlich deinen Kopf oben und der Kopf der Person, die du fotografiert hast in der Scheibe, die sich überlagern. Ich sehe auch die Hand, die Kamera hält, die gleichzeitig den Kragen der Person greift. Also es gibt natürlich so einen visuellen Doppler. Was ich gut finde, ist, er guckt mich an. Also ich hab dann das Gefühl, ich werde wahrgenommen von dieser Person. Ein bisschen unklar ist mir, was er macht. Er scheint einen Geldschein in der Hand zu haben. Da habe ich schon große Probleme gekriegt, Leute mit Geld in der Hand zu fotografieren, aber das ist ein anderes Thema. Wer mir vom Geldübergabe war. Ich nicht von deinen Urlaubsfotos in Sizilien, ja. Also ich frage mich immer, was ist jetzt so die Geschichte dahinter? Ne? Und, aber ich sehe es natürlich auch als, wenn du sagst, das ist Übung gewesen, wir haben versucht, so verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema Street zu machen, dann ist das natürlich an der Stelle, es hat funktioniert, weil es ein interessantes Bild geworden, auf jeden Fall. Tom, was müsste das Bild haben, damit es dir eine Geschichte erzählen würde? Weiß ich nicht. Das ist ja genau das Problem. Du bist ja der Fotograf, du willst was erzählen. Nee, ich bin also. Das ist von einem anderen Teilnehmer, von Dirk ist das Bild eingereicht worden, wie man unten in dieser Schnellsammlung, in dem Dirk Bild 1 JPEG entnehmen kann. Das ist also nicht von mir. Ja. Und Dirk Marwede ist der Fotograf. Ja. Vor allen Dingen hat der Haare. Und das hatte mich auch etwas irritiert, aber. Also ich möchte nochmal klarstellen, ich habe Haare, die sind nur raspelnd abgeschnitten. Ihr seht sie nur nicht. Ja, wenn dafür die Fantasie schon nicht ausreicht, dann weiß ich aber nicht. Okay, also die Technik ist, kann man ja vielleicht ganz kurz erläutern, oder vielleicht kann der Thomas das am besten besser erläutern, wenn er das mag. Ja, die Technik hat er sehr gut hinbekommen, also jemanden von außen zu fotografieren. Die Schwierigkeit ist ja, dass man sich richtig hinstellt, dass man mit seinem eigenen Schatten die Form des Menschen herausholt. Wenn ich zu weit rechts stehe, würde ich zum Beispiel sein linkes Auge nicht mehr sehen. Und das hat er gut hinbekommen. Was mich ein bisschen stört, ist oben, dass es oben ein bisschen zu viel Platz hat. Man könnte da vielleicht noch ein bisschen was abschneiden. Aber sonst, klar, die Geschichte, ja, es ist immer schwierig, auf der Straße noch eine gute Geschichte einzufangen. Also einerseits gut zu gestalten, etwas Interessantes zu sehen und dann noch eine Geschichte erzählen. Aber ich denke, mit dem Geldschein ist sicher ein bisschen mehr Geschichte da, als wenn er es nur einen Kaffee trinken würde, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber für mich die Aufgabe sehr gut erfüllt. Was ich persönlich interessant finde, Entschuldigung, dass ich da eben reingerätsche, dass der Typ, der da hinten das ganze Thema noch beobachtet, da mit seiner Schirmmütze. Das ist wahrscheinlich einer von uns von außen. Das könnte sein. Ja. Also ich denke, es wäre vielleicht würde mehr eine Geschichte erzählen, wenn man mehr von dem Raum innen drin sehen würde. Das war eigentlich die Frage und meine Idee dazu, was da noch fehlt.
Dann hast du aber das Problem, dass du weiter weggehen musst, dann wird dein Schatten oder deine Silhouette kleiner und es wird dann irgendwann schwierig, dass du dann die Person vielleicht nicht mehr siehst und alles, was dann reflektiert links und rechts, das siehst du gar nicht rein. Das ist alles, was weiß ist, ist tendenziell von außen, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht die Schwierigkeit. Oder man nimmt mehr Weitwinkel und stellt sich gleich nahe ran und nimmt einfach ein 28 statt ein 35, dann geht es natürlich wieder. Das Foto ist ja quadratisch beschnitten, also der Fotograf hat uns ja schon Teile davon zumindest vorenthalten, würde ich mal vermuten. Ich würde vermuten, er hat wahrscheinlich oben, also für mich sieht es nicht ganz quadratisch aus. Es sieht aus, als wäre oben, also die Länge, die Höhe etwas mehr als wie die Breite, aber vielleicht täuscht es. Aber es ist auch egal, klar hat er was weggenommen, wahrscheinlich links oder rechts oder oben oder unten. Also der Kopf ist ja ganz gut gerahmt, auch von diesen vier Scheinwerfern. Gefällt mir ganz gut. Oder ist es eine Verkleidung außen, wo vier Löcher drin sind? Oder sind es vier Neonröhren, Lampen im Inneren? Das finde ich Das sind irgendwie ganz Deckenlampen. spannend. Das sind Deckenlampen. Man sieht auch die Rasterung von der Deckenabhängung noch. Nee, ich denke das aus. Das ist von außen ein Gerüst, ein Baugerüst auf der anderen Nein, 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 Straßenseite. nein, 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 nein. Die vier hellen Flecken sind Deckenlampen und im genau gleichen Raster sieht man auch noch die Rigips oder wie auch immer Die abgehängte Deckenabhängungen. Decke. Da spiegelt sich alles, auch das der im Hintergrund sieht man das Gebäude und gegebenenfalls sogar auch diese komische Plane oder was weiß ich, was das da ist. Aber man sieht auch so ganz leicht, da muss ich Joachim recht geben, so die Deckenrasterung, wo die Lampen drin hängen. Aber letztendlich ist es auch egal, es sieht gut gerahmt aus. So, gibt es sonst noch Anmerkungen zu dem Bild? Ja, und was mir dabei gefällt, ist, dass sowohl die Reflexion als auch das, was direkt fotografiert wird, jetzt mal einen Kontext dabei hat. Der Hintergrund, Schrägstrich Reflexion, ist Altstadt, gerade beim Renovieren, wie man sieht. Und der Herr zahlt jetzt nicht irgendwelche Zigaretten oder sonst was. Für mich schaut es da rechts in der Mitte eher nach Fischdosen oder sonst was aus. Also er dürfte in einem Einzelhandelsgeschäft gewesen sein. Sowas gefällt mir. Und nirgendwo irgendwo Fragen offen bleiben. Gut. So, Da geht es Thomas. mir im Chat, aber er will sich nicht äußern, scheinbar. Naja, gut. Ja, ich habe aber hier ein No. Ich kann alles. No. Nur kein Audio. Auch schlimme Echos. Ja, irgendwie meine gesamte Infrastruktur hier zusammengebrochen. Ja, nee, sehr cooles Bild, muss ich auch sagen. Also es gefällt mir wirklich. Und ja, nur mal üben. Ne? Ja, sehr schön. Hat jetzt jemand hier spontan aus den Thumbnails hier unten eins am Wickel, was ihr gerne sehen möchtet? Fünf weiter, nee, sechs weiter rechts würde ich gerne mal sehen. 3, 4, 5, 6. Ditte. Ein zurück, ein zurück, ein zurück, ein zurück. Das da. James Bond. Das ist James Bond und seine Mutter. Mal gucken, von Igor. Da muss ich sagen, das ist übrigens so ein Poller, den wir vorgesehen haben bei der Vespa durch diesen Ring oben durch. Vielleicht kannst du das Vespa-Bild nochmals zeigen vom Anfang. Das kann ich machen. Das ist hier so ein Ding. Genau, der Ring ist etwa 1 bis 2 Zentimeter im Durchmesser, etwa 2, würde ich sagen. Der war beliebt. Guck mal, ich habe da auch ein Bild gemacht mit diesem Ring. Ich hab's nicht hingekriegt. Das Schöne ist, dass es schön eingerahmt ist. Schön ist auch die Beinposition, dass da ein Pärchen läuft. Der Tom wird jetzt wahrscheinlich sagen, es erzählt keine Geschichte, muss sich ihm recht geben. Aber dafür ist alles andere schön ins Bild gesetzt, würde ich mal sagen. Also es ist schön gestaltet, der Hintergrund ist schön
ruhig weiß. Es war so eine weiße Fläche, die nicht sieht man eigentlich selten in der Stadt. Und von dem her finde ich es gut gestaltet. Ob mit oder ohne Geschichte ist eine andere Frage. Also es ist auch gut, dass sie einen hellen Mantel anhat und er hat eine dunkle Jacke an. Das trennt sich nochmal gut. Also es gibt so einen Silhouetteneffekt. Ich denke dabei an dieses, es gibt so ein Pferdebild, Stute und Fohlen, schwarze Stute, weißes Fohlen oder umgekehrt. Und die laufen genau im gleichen Schritt nebeneinander. Das ist angeblich das am meisten geklaute Foto auf der Welt. Und die beiden schaffen das fast, dass die diesen gleichen Rhythmus haben und sie quasi in ihm aufgeht. Finde ich gut, von dem Moment her gut eingefasst. Vor allem, weil das völlig schwierig ist mit diesem kleinen Kreis dann. Ja, man kann mal hier. Und Stefan, warum hattest du das jetzt am Start? Also, ich kann mal parallel dazu hier meine Version einblenden. Jetzt erlangst du wieder viel. Aber gut, mach mal. Ja, habe ich freigegeben und dann ist jetzt einfach mal ganz kurz. Also ähnliches Foto. Ja. Ich habe ein wenig mehr um diesen Ring da herum. Ich habe auch ein paar, hebt sich nicht ganz so schön ab. Du hast auch vor allem im Ring mehr. Das ist nicht so gut. Also das ist bei dem anderen Foto sehr schön, dass das dann wirklich reduziert ist auf diese beiden Leute. Und du hast hier vorne noch diese Ecke, Asphalt und Steine, das ist alles noch Zusatzinformation, die eigentlich nicht nötig ist. Also ich finde es andere besser. Vor allen Dingen ist die Beinstellung von ihr, das sieht so ein bisschen aus, als wenn sie in Sauerkraut stampft. Ja. Weißt du, jetzt zeigt der Stefan schon mal hier irgendwas, weißt du? Ja, dann hacken wir auch noch drauf. Dann hackt ihr auch noch so. Feste. Berechtigterweise, selbstverständlich. Aber das ist ja auch nicht so nett, ne? Nein, wenn ich es jetzt gezeigt hätte mit der Anmerkung, dass ich ein besseres hätte, dann hätte ich das ja verstanden. Aber mir ging es jetzt nur darum, einmal den Kontext zu zeigen, weil ich glaube, man kann sich das, wenn man nur dieses Bild sieht, gar nicht so genau vorstellen, was das für eine Öse ist. Und das kann man bei meinem eben besser sehen. Und da sind auch, ich weiß nicht, wenn man sich da 5 Minuten hinplatziert und da war ja wirklich viel Betrieb, dann kriegt man also einzelne Personen, Leute, die in die Kamera laufen, Leute, die auf die Kamera zulaufen, Pärchen, die da langlaufen und so weiter. Also da ist jede erdenkliche Spielart möglich. Wenn man sich da eine halbe Stunde aufhält, hat man wahrscheinlich irgendwie diese oder ähnliche Bilder erstmal für ein halbes Jahr da auf Vorrat zum Aussortieren, wo man sich dann wirklich die Fußpositionen und so weiter raussuchen kann. Ja, aber nur, wenn man keine Parallaxenverschiebung hat, nicht wahr, Marc? Ja, ja. Und wenn man auch kein Live-View hat, dann ist Beiße, ne? Live-View braucht man nicht, das ist was für... ne? Also ich glaube, der entscheidende Trick, den Thomas mir an dem Poller da nochmal vor Augen geführt hat, ist, dass man wirklich in kleinen Serien diese Fotos aufnehmen muss, damit man wirklich die optimale Beinstellung hat, weil du hast immer irgendwie eine Verzögerung vom Display zur Aufnahme, wie auch immer, und du musst also erahnen, also nicht schon, wenn die noch 20 Meter dahinter sind, schon auslösen, dass es losläuft, aber in dem Augenblick, wo die sozusagen potenziell den Ring betreten, anfangen, da die Bilder zu machen. Ne? Das war, glaube ich, irgendwie, also für mich jedenfalls, die Erkenntnis, die ich dann da gewonnen habe. Auch wenn man dann ganz viel Ausschuss produziert, hat man dann aber gerade von der Beinstellung her irgendwie vielleicht den richtigen Moment getroffen. Also ich habe auch ein paar, da ist die Beinstellung super, aber da sind halt die Personen nicht so interessant, die da rumgelaufen sind. Also das Pärchen war bei mir in der Tat die beste Aufnahme, aber nicht mein bestes Foto von dem Tag. So. Ja, ist so ein Klassiker, ne? Wenn man zu früh anfängt da mit seinem Dauerfeuer, dann läuft einem der Puffer voll und dann hast du mich genau von dem nichts, ne? Oder den Ziel nicht erfasst. Allerdings auf der anderen Seite, unser Fotokollege Marco Larousse würde jetzt da schreiend aufspringen und sagen, auf überhaupt gar keinen Fall. Thomas, du magst dich erinnern, das war, glaube ich, letztes Jahr hier in Hamburg, wo er gesagt hat, man zählt gefälligst mit und da wird nicht Dauerfeuer, das ist unsportlich.
Ja, ja. Und, ich finde, da liegt die Wahrheit, glaube ich, so ein Tacken in der Mitte. Ja, also man muss das schon so ein bisschen antizipieren und nicht einfach nur wild draufhalten und hoffen, Spray and Pray, sondern vielleicht ein bisschen die Mischung aus beiden. Thomas, was meinst du? Er nennt das auch Fischen mit Dynamit. Ah, siehst du, noch schöner. Ja, sehr gut. Wobei, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ein bisschen Bildgestaltung und alles musst du ja trotzdem machen. Du löst einfach in dem Moment, was drauf ankommt, 3 bis 5 Mal aus, damit du es perfekt hinbekommst. Mhm. Und der Ausschuss ist einfach weniger groß. Also du kriegst dann dein Bild, du schmeißt halt vier Bilder weg, links und rechts, aber du hast dann dein Bild gekriegt. Und ich weiß nicht, ob er dann immer sein Bild kriegt, wenn er da mitzählt. Wir werden ihn das fragen. Genau. Kannst du mal eins nach links blättern? Da ist nochmals eins, ein ähnliches. Ist das auch von Igor oder ist es von einem anderen Teilnehmer? Ja, das gucken wir jetzt mal eben. Das ist von Igor. Okay, auch, ja. Die machen halt mal nebeneinander hier. Ja, also das rechts ist deutlich besser, weil du siehst die Füße. Ja. Und dann wahrscheinlich hat beim Linken gemerkt, dass er da ein bisschen zu tief gehalten hat und hat dann die Kamera etwas höher gehalten, damit man die Füße nicht sieht. Naja, auf der anderen Seite guckt ihn an, ne? Die guckt ihn da an und das ist natürlich auch ganz schick, ne? Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, wir haben jetzt gesehen, diese Prümmel, die da auf der Straße stehen, wenn da so ein Dödel irgendwie auf der Straße kniet und ja, guckst du auch hin, ne? Also... Da schlägt direkt die Google-Zensur wieder zu. Also Dödel gesagt hast, war direkt erstmal wieder für 2 Sekunden Sendepause. Ja. Naja gut, dann sage ich jetzt auch nicht NSA oder so. Das verbessert ja die Tonqualität. Ach, das stimmt. Ja, ja, wieder mithören. Terrorismus verbessert das auch. Ist Street Dödel nicht schon geschützter Markenname? Aber sicher. Ja. Mein selbstverständlich. Gott. Naja, und das links ist leider eben halt auch nicht so ganz scharf, glaube ich, aber gut. Das oder die? Oh, jetzt bricht wahrscheinlich der Stream ab, ja? Toll, Marc. Also der Marco macht da vielleicht auch diesen Anspruch haben, weil er ja auch noch relativ viel analog fotografiert und da kann man dann natürlich nicht 5 Stück da jedes Mal machen, weil dann machst du bei jeder 6. Dauerfeuerserie dann eben einen schönen neuen Film in deine Kamera rein. Aber das ist ja gerade eine Sache, die prädestiniert ist für die digitale Fotografie, dass man also mehr Stück produziert und sich dann die Besten raussucht. Also da finde ich das durchaus legitim. Ja, da hast du recht. Es ist ja auch das Resultat, das zählt und nicht der Weg dazu. Ja. Das sind jetzt aber ganz große Worte hier. Mein lieber Schwan, dass ihr das, ja, euch nicht merkt hier, ne? Dass ich hinterher nicht in den nächsten Sendungen irgendwie sowas höre, der Thomas Leuthard hat aber gesagt, ist doch scheißegal. Ja? Ist nur das Resultat. Klar. Ja, wenn du gute Bilder hinbekommst, ist mir der Weg egal. Du kannst dann 20 Kameras aufstellen und alle auf Dauerfeuer haben, aber das wird auch nichts bringen. Ja, das ist natürlich recht. Wenn es wirklich funktioniert, kannst du so viel Aufwand reinstecken, wie du willst bei der Aufnahme, dann kann ich sagen, warst du schön fleißig, aber es ist trotzdem ein schlechtes Foto. Ne? Und wenn das Foto funktioniert, ist alles andere egal. Ich sehe ja nur das Foto. Genau, das sage ich ja. Man sieht ja nicht, dass ich einen ganzen Film gefüllt habe. Das ist ja prima Ärger mit Tierfotografen, wenn ich Bilder kritisiere. Weil die erzählen mir dann irgendwie 3 Wochen im Schlamm gelegen und ich weiß nicht was und Boot ist trotzdem langweilig. Also, viel zu machen. Also nur weil ein seltener Adler drauf ist, wird das Foto für mich nicht spannender. Genau. Naja gut, wenn man fürs Adlerfotografieren im Schlamm liegt, dann hat man vielleicht... Vielleicht im Beruferfeld, stimmt, ja. Wo wäre man auch? Ja, ich glaube aber bei Naturfotografen, da ist mehr der Weg das Ziel, ne? Mhm. Das mag sein, aber... Das ist bei Streetfotografen ja teilweise auch, dass man gerne auf der Straße ist und das Leben genießt und sich die Leute anguckt und dann vielleicht noch dabei Fotos macht. Ja, und das ist eben halt so ein bisschen, und das ist jetzt wahrscheinlich... Ich bin alleine schon froh, wenn ich auf der Straße bin mit meiner Kamera. Ja? Das heißt, ich sitze nicht irgendwie doof im Büro rum oder an Flughäfen oder sonst irgendetwas. Das finde ich total großartig. Wenn dann hinterher noch ein tolles Bild rauskommt, Schweigen gehabt. Ja? Mhm. Aber das ist gut. Und das, ich glaube, da haben wir irgendwie alle irgendwie recht. Und jeder hat für sich seine eigene Rechtfertigung, was er wie hat. Naja, Hauptsache,
im Endeffekt gefällt es einem selber irgendwie und man kann vielleicht damit umgehen, dass andere das nicht so toll finden. Das kann ja gerne sein. So, haben wir denn jetzt hier noch weitere Kandidaten, die wir mal gucken wollen? Ich meine, das ist jetzt nicht so üppig groß hier, was wir hier an Vorschauen haben. Nehmen wir das Bild ganz links. Ganz links. Das sieht noch ein bisschen interessant aus. Kopfstehende Pfütze. Ich glaube aber, das ist ein anderer Fotograf. Da haben sich die Fotografen gegenseitig fotografiert. Finde ich immer etwas schwierig. Das meinst, das ist also Beschiss quasi? Nee, Beschiss nicht. Das ist einfach ein bisschen zu wenig weit, ja, also nicht zu viel Aufwand betrieben, sondern einfach jemand anders fotografiert, der auch fotografiert hat. Wo man auch zumindest ziemlich angstfrei rangeht, weil der wird einem schon jetzt eben halt nicht die Kamera aus der Hand schlagen und einen anspucken. Man sieht jetzt auch nicht so gut, also man sieht, dass er fotografiert knapp, aber viel mehr sieht man nicht. Es ist zwar gut, dass er es gedreht hat, das ist schon mal nicht schlecht, wobei die Aufgabe war eigentlich nahe an die Pfütze ranzugehen und so, ja, also jetzt sieht man nur die Spiegelung, aber ich hätte gleich sehen wollen, das Original und die Spiegelung zusammen, ein Bild, das getrennt ist, halb Spiegelung, halb Original. Naja, dass er hier unten die Füße so ein bisschen, ne? Oder oben besser gesagt, na gut, das zählt nicht wirklich, ne? Nee, schlussendlich kann es ja jeder machen, wie er möchte. Es sieht im Thumbnail relativ gut aus, wenn man sofort sieht, das ist da irgendwas mit Silhouette. Aber hier erkenne ich vom Menschen nicht so viel. Ich sehe die Füße, dann geht es in den Rumpf über, Kopf ist nicht so gut sichtbar und wenn ich weiß, dass er fotografiert, erkenne ich das, aber ich denke nicht mal, dass es jeder sieht, dass er fotografiert. Ja, das könnte sein. Das ist auch ein Selbstporträt, ne? Ja, das ist jetzt eben halt noch die Frage, ne? Thomas meint ja, das wäre ein anderer Fotograf und aber wenn ich das aufnehme... Wie soll das ein Selbstporträt sein? Er hat einfach die Pfütze rein fotografiert. Das sieht nicht aus. Das kann gar nicht sein, technisch. Nee, stimmt, richtig, genau. Ja, ja, nee, ist klar, wegen den Füßen. Wobei, das, ja, nee, stimmt, richtig. Hm? Also wenn du die Perspektive anguckst, steht die Kamera etwa 3 Meter weiter vor ihm. Ja, ja, nee, ich war gerade ein gedanklicher Fehler. Naja, aber solche Spiegelungen sind natürlich trotzdem irgendwie cool. Also das kann man immer mal versuchen. Deswegen, so bei Regen, also auch gerade wenn es gerade plattert, ist ja auch ganz schön, ne? Wenn so die ganze Straße nass ist und du da irgendwelche Reflexionen hast, ist ja auch cool. Cool finde ich auch, dass oben rechts die Steine so groß sind, die zwar eigentlich dann in der Perspektive nach unten kleiner werden, aber die sehen extrem groß aus oben rechts, obwohl die zu denen gehören, die unten sind, sind die gleichen. Das ist keine Spiegelung oben rechts. Aber das wirkt so, als wäre es gar nicht dazugehörend. Ja, stimmt. Hm. Ja, und irgendwie die Linienführung finde ich halt relativ cool in dem Bild. Also, dass man jetzt durch das Drehen so reinschaut. Und wo er irgendwie Glück hatte, war, dass irgendwie an den Füßen offensichtlich irgendwie ein Stück Reflexion fehlt. Also man sieht die Originalfüße, aber die nur ganz knapp in der Reflexion. Das ist auch noch irgendwie, wenn man die noch 180 Grad drehen würde, dann würde es wahrscheinlich zusammenpassen. Ne? Die Füße 180 Grad drehen. SM-Cast. Der Kettensägen-Massaker hier. Ja, entschuldige bitte, du haust ja einen raus. Ich auf das knirschende Geräusch. Ich versuche mich hier auf dich einzustellen und deinen Hirnwindungen da zu folgen und lande im Elend. Das Foto ist eh schon schlimm genug. Der Junge hat da nicht nur 1,5 Kilo Kamera in der Hand, oder die Dame, wie auch immer, sondern auch noch tonnenweise Steine im Kreuz. Ich habe mir vorher schon gedacht, man könnte daraus eine Werbung machen für irgendeine Rückenschmerzsalbe oder Spurzalm. Es drückt ihm eh schon der Beton der Großstadt ins Kreuz. Und jetzt verdrehst du ihm noch die Beine. Super. Ja. Es drückt. Also, ich erwähne nicht den Ast, der da an einer empfindlichen Stelle auskommt.
der rauskommt oder reingeht. Endlich, endlich Explicit Tag, endlich. So, next. Ja, nee, Joachim, such du mal eins aus jetzt hier. Ich tue mir da relativ schwer, weil ich da nur 13 Zoll habe, ich sehe da nicht viel was, aber der Herr geht daneben mit der blauen Jacke oder grauen, dass er von unten nach oben fotografiert worden ist. Ja, genau der. Ich hab's gewusst. Das bist du, oder wie? Das rauche ich mir gleich eine an. Der Uwe hat das gemacht. Er hat das Bild Chesterfield genannt. Ja, jetzt rat mal warum. Ja, ja. Wenn ich keine Mal warum ist. Wenn in dem Aschenbecher jetzt nicht ein Löffel stecken würde, oder so wie das aussieht, das irgendwie ist das gerade ein bisschen blöd abgeschnitten. Wenn, hätte ich den Aschenbecher mit weggeschnitten, per Crop. Wieso denn bitte? Was mir an solchen... Die Zigaretten oder was auch immer da drinnen ist, die hört genau mit dem Bildrand auf. Das irgendwie ein Papierchen, wo Zucker drin war, würde ich vermuten. Würde ich sagen, ja. Aber mich faszinieren immer Fotos, die nicht so ausschauen, wie man selber schaut. So jetzt, und seit wir alle zusammen, so in etwa, ja, und seit wir alle zusammen nicht mehr 12 Jahre alt sind oder 10 Jahre, sehen wir einen Opa nicht mehr so, sondern der Opa ist inzwischen kleiner wie wir. Also von unten rauf, die leicht verzerrte Perspektive, sowas gefällt mir. Ist einfach. Ja. Nicht das typische hinstellen, abdrücken, weitergehen. Kamera vom Bauch gehalten, 200 Fotos gemacht, ein, zwei, das sind sicher nette dabei. Da braucht man gar nicht viel durch den Sucher durchschauen. Hauptsache es ist scharf. Einigermaßen scharf. Ja, da können wir mal wetten. Ist das hier irgendwie aus der Hüfte entstanden oder was? Ich hätte ja gesagt Brustbein. Auch. Ja. Also er hat ja nicht deinen Kameragurt, Thomas. Doch, wenn du den lang genug nimmst, dann geht das genau auf der Höhe. Ja, nur Thomas hat ja nicht so einen langen, also gut. Ah. Sehr gut. Jetzt bitte auf damit. Ja, also, nee, du hättest ihn sehen sollen, Joachim, das war wirklich, er hatte so einen Nackenstrappen an seiner Fuji und das war dann wirklich eher so auf unterm Kinn, weil Gurt viel zu kurz war. Weißt du, jetzt kommst du damit raus. Weißt du, den ganzen Workshop hast und du nicht... Und dann King, und der hat ihn jetzt am Langen. Schön, du bist gut. Toll. Und jetzt fällst du mir hier in den Rücken, du Schwein. Weißt du, so. Dass wir in Österreich zum Café auch verlängerter Song ist das schon klar, gell? Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, wenn der Tassen wahrscheinlich... Verlängerter, vor allen Dingen. Auch verlängerter mit Schlagoberst. Genau. Oh Gott, oh Gott. Also ich möchte nochmal, ich kann da nichts für. Ja, die sind außer Rand und Band. Gut, aber sonst, ansonsten, ich meine, guckt ja eigentlich in die Kamera? Nee, ne? Oder? Doch. Doch schon, oder guckt ihn an. Also das Problem ist, wenn du aus dem Bauch heraus fotografierst, gucken sie dir meistens zuerst ins Gesicht und dann auf die Kamera oder umgekehrt. Und du musst dann in dem Moment abdrücken, wo er in die Kamera schaut, wenn du direkt einen Blickkontakt haben möchtest. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass die Hand dadurch sehr groß wird, weil er so tief ist. Aber er ist ja auch am Rauchen und das ist sozusagen das Hauptmotiv, sage ich mal. Cool finde ich, dass rundherum ein bisschen was drauf ist. Man sieht, er steht irgendwo vor einem Kiosk oder so und raucht da und trinkt seinen Kaffee. Hat es dir genug Geschichte, Tom? Oder möchtest du noch was sehen? Also ich kann es räumlich einigermaßen verorten und zeitlich, das ist natürlich auch immer ein ganz interessanter Aspekt bei so einem Foto. Ansonsten, es ist ein Mensch, der da einen Kaffee trinkt. Also viel mehr passiert da tatsächlich nicht. Ne? Reicht das für ein Foto? Ich weiß es nicht. Reicht das, um jetzt zu sagen, klasse Foto? Naja, er sieht nicht so aus wie der typische Herr Bankdirektor, der dann mit 65 in Pension geht und dann Vollgas gibt, weil er hat ja 40er Zeit gehabt zum Ausruhen auf seinem Schreibtischsessel. Er wirkt eher wie ein ehemaliger, ich weiß nicht, Bahnangestellter, aber jetzt nicht im Büro drinnen, sondern draußen auf der Strecke oder Schlosser, Installateur, irgendwer, der gearbeitet hat, sieht man an den Händen. Das ist nicht so der typische feingliedrige Zug in seinen Fingern, sondern er, der hat schon mal was in der Hand gehabt.
Und dass der in seiner Pension sich jetzt mal zurücklehnt, gemütlich seine Zigarette raucht und seinen Kaffee trinkt und sich die Leute mit ihrer Hektik anschaut, die er nicht mehr hat, das ist jetzt für mich schon eine Geschichte. Mhm. Okay. Naja, ich meine, die Geschichte, wenn man die jetzt hier sich anguckt, ne? Der Mann trinkt einen Kaffee und das macht er auf der Straße und es scheint offensichtlich auch nicht so super warm zu sein, sonst hätte er diese gesteppte Jacke da nicht an. Das ist sehr gut in die Zeit einzuordnen, weil vor 20 Jahren hätte er in diesem Kaffee oder was da ist, den Kaffee getrunken und die Zigarette geraucht und es wäre wahrscheinlich relativ schwierig gewesen, durch den ganzen Qualm hindurch überhaupt in den Laden rein zu fotografieren. Also das hat sich in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon verändert. Definitiv, ja. Das Zweite ist, er selbst scheint ja starker Raucher zu sein, was ich daraus ableite, dass er da meiner Meinung nach gelbe Finger hat, weil er immer an der gleichen Stelle die Zigarette anfasst. Das erzählt auch eine Geschichte. Ne, dass man irgendwie das Rauchen so weiter treibt, dass man selbst irgendwie in Kauf nimmt, mit seiner warmen Tasse Kaffee nach draußen zu gehen, wo die innerhalb von 3 Sekunden kalt ist, nur um dazu den Gofel rauchen zu können. Also da sind schon genug Geschichten drin. Mhm. Und die sind nicht schlechter oder besser, als wenn da einer sieht, oh, keine Ahnung was. Was ist denn ein Gofel? Eine Zigarette. In welchem verlassenen Landkreis? Kloppenburg, ja, weiß schon, wo alles. Nein, das ist aus dem Ruhrgebiet. Das wüsste ich jetzt. Ja. Also, viel zentraler im Ruhrgebiet als hier kannst du kaum sein. Gofel kenne ich nicht, also, aber egal. Ja, das hat er sich wieder ausgedacht. Ne? Ist, eine Schluppe, eine Kippe, aber ja, eine Fichte vielleicht noch. Fichte geht auch noch, ja. Ja, Chick und Speyer hört man auch noch in Österreich. Ja. Gut. Ist das ein Schweizer, typisch Schweizer Bezeichnung für sowas? Gute Frage. Ich rauche nicht ein Ziggi. Stimmt. Ja, ja, doch, das sagt man da. Das habe ich auch schon gehört. Zichte ist mehr so hier, ne? Gut, was haben wir denn noch? Wir haben hier diese Dienstleistungsgeschichte. Mhm. Aufgenommen von Tim Delim, Christoph. Mhm. Litschke und Heistinger enthalten sich mangels Erfahrung des Wortes. Naja, bei Litschke ist das ja ein Modestatement, ja. Mhm. Absicht. Bei mir ist es Natur. Ja, was hier natürlich auch ganz cool ist, dass man eben halt den Fotografen tatsächlich noch sieht. Mhm. Ne, das finde ich ja dann doch immer gut, anstatt den eben halt komplett rauszunehmen. Leider ein bisschen schwach, aber das ist schon ganz gut. Allerdings eben halt das nicht gemacht, Thomas, was du vorhin sagtest, eben halt mit seinem Körper das so abzuschirmen, dass man den Raum dunkel hat irgendwie. Aber dafür hat man eben halt diese coole Autospiegelung da in dem Kopf der Frau. Finde ich auch nicht so doof. Ja, und hinten das lachende T von diesem Reisebüro. Ist ja noch so ein drittes Smiley drin. Ja, genau. Na? Genau. Ja, stimmt. Ja, sehr gut. Ja, und man sieht, was sie machen, dass das ein Friseursalon ist. Die sitzen, glaube ich, auch ein bisschen weit hinten. Deshalb, er ging relativ nah ran. Man sieht seine Hand und seine Kamera relativ groß im Fenster. Und ich denke, man sieht, was man sehen muss. Also von dem her muss er nicht zwingend vorne dran stehen, weil hier funktioniert es, dass es nicht zu sehr spiegelt. Wenn es zu sehr spiegelt, muss ich wirklich vorne hinstellen. Ja. Ja, aber dadurch kriegt das Bild eben halt auch Tiefe, ne? Oder diese unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut irgendwie auch. Okay. Wobei ich das helle Gebäude ein bisschen grenzwertig finde. Das hätte man natürlich noch vorher anmalen können. Ne? Finde ich eigentlich auch. Ja. Und hier im Chat heißt es, der Fotograf sieht aus wie eine Ampel. Also der Fotograf bekommt auf jeden Fall meinen
tiefsten Respekt und ein Kompliment, weil das war zu einer Zeit, da sind wir noch auf dem Knäuel gewesen und es haben ungefähr 10 gierige Augenpaare durch diese Scheibe reingeguckt und wollten alle ein Bild machen. Und da musste zwangsläufig, ich bin dran vorbeigegangen, um den anderen nicht zu versauen, weil die natürlich irgendwie mit ihrem Habitat da gar nicht so mitgekriegt haben, was da so um die herum abgeht. Ne? Und also dafür finde ich es wirklich gut gelungen. Also da jetzt noch den Anspruch zu haben, noch ein Schrittchen rechts und links, hätte er mit Sicherheit vielleicht auch gerne noch getan. Aber ob das möglich gewesen wäre? Deswegen lachen die, so draußen schon so ein Wust an Menschen war. Ja, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Wir haben, also wir sind über eine Ampel gegangen, die längere Zeit rot war. Ja, und man konnte das also schon aus 20 Meter Entfernung sozusagen sehen, dass da unter Umständen eine Geschichte erzählt wird, weil die hatten nämlich, da war noch ein weiteres Friseur und Kundenpärchen in dem Laden und die hatten da richtig, richtig, richtig Spaß. Also das war wirklich witzig, das mit anzugucken. Und da jetzt ranzugehen und ohne, dass die sozusagen aufhören und anfangen rauszugucken, ein Bild zu machen, das ist dann schon schwierig, wenn dann da direkt 10 Leute an die Scheibe gehen. So, von daher hat das sehr gut gemacht. Naja, Friseure arbeiten ja mit leicht flüchtigen Flüssigkeiten, die haben sicher einen Spaß den ganzen Tag. Ja, was? Ist ja so. Ja, nee, schön. So. Tom und Thomas. Ja, bitte. Habt ihr mal geguckt, was Gina da im Chat schreibt? Gofel gleich Zigarette, Kippe, hasse man, Gofel für mich, Gofeln, Rauchen, Kummer, das Ulrich gofelt sich ja, an. Ja, okay, aber was? Ich will nur mal festhalten. Ja, da läuft was zwischen euch. Das ist doch alles. So sieht das doch aus. Das ist ja eine Frechheit. Also ich weiß ja nicht, wo sie die Infos herzieht und vielleicht gerade aus den Fingern, also insofern. Ja, nee, ich habe auch meine Zweifel. Schlimmste Zweifel. Ja. Nee. Ukulele, Gofel. Ukulele. Mann. Das Niveau sinkt. So. Next. Was? Ja, was next? Denn? Komm hier mal meins. Ja. Was mir spontan auffällt, ist der Blick der Dame, die da so ein bisschen komischen Mund macht und dich anschaut, die würde eigentlich schon reichen. Also die Dame so im Kreis drin wie beim Igor, das würde eigentlich reichen. Und auch der Bildlook gefällt mir, so die Farben da oben. Aber das rundherum braucht es aus meiner Sicht nicht. Das ist natürlich schon schlimmstens beschnitten, das Bild, wie du dir vorstellen kannst. Okay. Das hat waagerecht ausgerichtet, Thomas. Ja, das finde ich schön, dass es deinen Segen kriegt an der Stelle. Was? Ja, ich kann gleich mal das Original, das ist noch weiträumiger. Naja, aber habe ich eben halt Schwein gehabt, dass sie so ein bisschen ditschig guckt an der Stelle. Und die Frisur der Dame hinten sieht aus wie ein paar Flügel bei ihr. Oh Gott. Also die zweite Person. Die zweite Person, ja. Aber es erzählt keine Geschichte. Nee. Genau. Ja, da muss der Striebisch auch wieder gleich reingrätschen. Ne? Ja, genau. Weißt du? Also ich schaut was von einem Heckenschützen aus dem Kanaldeckel raus. So, guck mal. Ne? Hat man hier qualifizierte Anmerkungen zu diesem großartigen, viele Geschichten erzählenden Meisterwerk? Ja. So. Das Problem ist nur, wenn man so einem großen Klientel, wie wir das hier sind, so ein Foto zeigt, dann sterben einfach früher oder später auch deine Darlings. Ja, das ist so. So einfach ist das. Ja, das ist auch so, da kann ich auch gut mit um. Mhm. Und sonst hätte ich heute gar nichts zu zeigen gehabt. Kurze Frage nur am Rande, ist das Düsseldorf oder? Ja.
weil da so komische Lampenhandgranaten hängen über dem Roller. Das habe ich noch nie gesehen in Düsseldorf. Das ist die Kö. Ja, schick. Schick. Lampenhandgranaten vor allen Dingen. Ja, sieht so aus. Also ich überlege die ganze Zeit, was mich interessiert hätte. Du siehst hinten unter dem Douglas-Schild, da steht so ein Typ, graue Haare, einigermaßen schnittigen Mantel mit scheinbarem dunkel abgesetzten Kragen und einem hellen Revers. Der wäre spannend gewesen, glaube ich. Der ist so der Typ, wo ich jetzt sagen würde, da kann man sich ja auf der Straße dranhängen und gucken, was macht der. Ne? Du darfst nicht auffällig sein, aber ich glaube, da könnte sich eine Geschichte mit ergeben. Hm. Überhaupt aus dem Douglas, da kommen interessante Sie mit Pelzen. Ah, ist die Kö, ja, okay. Ja. Bestätigt schon wieder meine Vorurteile. Nö, nichts Vorurteile, das ist ein Pelz nach dem anderen. Ja. Also Pelzmantel, das ist ja schon fast auffälliger, da keinen zu haben. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. So, was hatten wir denn jetzt hier noch nicht? Madditte. Von wem ist denn das? Auch von Christoph. Ja, da fällt mir auf, dass der Hintergrund wäre zwar cool, aber der Vordergrund passt mir zu wenig gut dazu. Also wenn du da irgendwie eine gleiche Person findest vom Style her, der dann zum Hintergrund passt, dann könnte es funktionieren. Ja, oder so ganz anders, ne? Weil der hintergründige Mensch, der guckt ja so ein bisschen auch leicht verwirrt, irritiert, zumindest deute ich das mal so. Wenn du da jetzt jemanden hast, der total anders aussieht, das wäre auch noch gegangen. Wobei beide, der Herr vorne als auch der Hintergrund, fast zur Kamera gucken. Also die haben eine ähnliche Blickrichtung eigentlich, was im ersten Moment interessant erscheint, nur ich musste den rechten, also die lebendige Person, habe ich auch zuerst gar nicht gesehen, habe ich gar nicht wahrgenommen, weil das doch auch zu sehr Ton in Ton ist und zu dunkel ist. Also wenn der jetzt zum Beispiel eine helle Jacke angehabt hätte, das wäre eine coole Sache gewesen, glaube ich. Aber man kann auch nicht alles haben. Der Gast auf dem Ast stellte im Chat gerade die Frage, das würde mich sowieso interessieren, inwiefern macht ihr Stalking und inwiefern geht ihr mit den fotografierten Leuten fair um? Fragezeichen. Gut, Fairness bedeutet in meiner Auffassung, und Thomas, da würde ich gerne deine Meinung gleich auch nochmal hören, ich würde nie jemanden in einer unvorteilhaften Pose im Sinne von jemand hat die Kontrolle verloren fotografieren. Gleiches gilt für Landstreicher, Bettler, Penner, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also alle die in einer unvorteilhaften Lebenssituation sind und so weiter, das würde ich eben halt nicht tun. Ja, oder wie gesagt, die in der Situation ihre Kontrolle verloren haben, was weiß ich, pennend auf der Straße liegen oder sowas. Ne? Das würde ich nicht tun. Und das ist die Fairness an der Stelle. Und den Rest, den würde ich unter einem dokumentarischen Charakter und um jetzt nicht in Teufels Küche zu kommen, als Kunst kennzeichnen. Ja, die Frage ist, fragt der Chatter nach Ethik oder nach dem Gesetz? Also vom Gesetz her ist es verboten und von der Ethik her muss jeder selber entscheiden. Aber bei dem Bild kann ich sagen, die sind mir ins Bild gelaufen, um mich da rauszureden. Aber natürlich, es ist Stalking, jeder, der es noch nie gemacht hat und sich das anschaut, denkt, was macht ihr da? Und die Diskussion könnten wir jetzt abendfüllend führen, ob man das jetzt macht oder nicht macht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ich persönlich mache ja schon seit einiger Zeit Stalking. Hauptsächlich fotografiere ich riesengroße iPads und ganz kleine Japaner, aber mitten in Salzburg hast du halt genau dieses Publikum. Bis jetzt habe ich leider noch nichts erwischt, was dann wirklich gut gewesen war, also irgendwie zum Herzagen. Aber dass da mal ein typischer koreanischer, US-amerikanischer, britischer, wie auch immer Tourist mit einer Kamera unterwegs wäre, die nicht telefonieren kann, das kriegst du nicht. Das kriegst du einfach nicht. Also ich komme regelmäßig deplatziert vor als Einheimischer mit so einem 1-2 Kilo Schwarz mit Objektiv in der Hand. Da wirkst du eigenartig in der Stadt. Okay. Also, ich möchte ganz kurz noch was zu dem Bild hier sagen. Irgendwie, da sind auch wieder mehrere Geschichten drin, obwohl ich natürlich Thomas Leuthards Einwand teile, dass das vielleicht doch die falschen
Personen dazu sind. Also für mich wirken die so ein bisschen erschreckt. Vielleicht, ja, oh Gott, wir werden jetzt fotografiert. Daraus ergibt sich mit diesen ganzen Liebespaaren da im Hintergrund und dieser Skins-Aufschrift auf dem Regenschirm für mich auf jeden Fall auch schon wieder eine Geschichte. Wobei ich die zwei halt cooler, also die Person im Vordergrund cooler gefunden hätte, wenn sie denn tatsächlich vor einem weißen Hintergrund, also vor dieser weißen Geschichte, die sind schon interessant genug, finde ich. Also, so. Ja, stimmt, ne, mit dem, weiß ich nicht, möchte gern Louis Vuitton-Täschchen da. Ja, ja. Ja, da haben wir die Stunde rum. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch zwei über oder so. Oder ja, machen wir noch. Drei oder vier. Für dieses Täschchen haben sich 200 vom Aussterben bedrohte Echsen von ihren Eiern verabschieden müssen. Und du sagst da, möchte gern Louis Vuitton-Täschchen. Ja, das kann doch irgendwie so eine Plastikgeschichte aus der Ukraine sein. Das weißt du doch gar nicht. Weißt du? So, du aber auch nicht. Nö. Aber ich kann das aber so behaupten und fertig. So. Das ist jetzt, da gab es Ärger, oder? War das nicht so? Ja, Ärger ist zu viel gesagt. Oder der Taxifahrer fand das irgendwie nicht toll. Irgendwie so war das doch, oder? Ja, ich habe mit ihm Konversation betrieben und wollte ihn irgendwie, man sieht in der Reflexion in der hinteren Scheibe, sieht man ein Taxischild. Und da gab es eine Sprechsäule, mit der man sich Taxis herbeirufen kann. Da stand auch Taxi drauf. Und auf seinem Taxi selbst steht natürlich auch Taxi drauf. So, und ich war gerade dabei, Taxi, 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 irgendwie mir zu überlegen, wie kriege ich das alles in ein Bild. Und der hatte mich natürlich gesehen, weil ich ja von vorne gekommen bin. Und dann habe ich ihn drauf angesprochen, diese Säulen wird es ja nicht mehr so häufig in der Stadt geben, und habe dann da so getan, als wenn ich jetzt in allen Variationen diese döselige Säule da ablichte. Na, und derweil sind natürlich die Kollegen hingegangen und haben den guten Mann schon unter Fotofeuer genommen. Und dann hat er irgendwann die Scheibe hochgemacht. Also das, wenn man das als Ärger bezeichnen will, dann von mir aus, aber ich glaube nicht der. Ja, du bist mit wedelnden Armen auf mich zugekommen, ja, und hast geheult. Ja, kannst du dir vorstellen. Weißt du? Bittere Krokodilstränen habe ich da geweint. Ja. Alle in deinen Schal rein. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Dann haben wir noch die Ulla, die Maredo. Ja. Das ist eine Frau, die da lang geht, ne? Mhm. Oder nicht? Ja, die ist da lang gelaufen. Also cool finde ich, dass sie einen Hut trägt, dass sie relativ stylisch aussieht. Natürlich ist der Hintergrund jetzt nicht so perfekt für so ein Bild. Ja, aber Glück hat, dass er sie zwischen den beiden, weiß nicht, Säulen, also genau. Statt, ne? Ja. Schon wichtig an der Stelle. Mhm. Ja, klar. Also sicher gut erwischt, sicher gute Körperposition. Auch schön zwischen den beiden Autos. Links spiegelt sie sich noch im Auto, sogar oben und unten. Und ja, sie guckt uns an. Also nach einer Geschichte mag ich gar nicht erst fragen. Aber es ist ja gestalterisch und festgehalten hat er sie ziemlich gut im richtigen Moment. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist aber stimmt. Jetzt, wo man das so länger betrachtet, so ein bisschen so ein Zugbild. Cool. Das stimmt. So, dann haben wir zwei noch. Sterne hat das Foto schon wieder gerade. Ja, aber das ist ja Selbsteinschätzung, glaube ich, an der Stelle. Was? Gut, ich habe jetzt vielleicht auch nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich sagte, dieses Bild hat schon zwei Sterne. Ja, wo hat denn das von her? Von wegen Suchbild. Gut. Schau mal auf die Felgen. Ja, witzig, witzig. Okay. Ja, super. Ja. Kann ja nicht jeder KTM fahren, ne?
So. Ja, der KTM. Österreich. Das ist doch die einzige, oder, naja. Ein paar Schuhe hätten wir noch. Ja, da fehlt mir halt auch irgendwie die Geschichte. Die standen offensichtlich einfach da auf der Straße, die habe ich selber auch gesehen, aber ja, das sieht man hier leider nicht. Sonst fände ich es cool, aber irgendwie fehlt mir der Bezug, dass die einfach da rumgestanden sind. Das hätte ich gerne auch nochmal, genau. Weißt du, da hätte ich gerne das Environment so ein bisschen gesehen drumherum, dass man da einfach wirklich sieht, dass die einfach so da nur rumstehen. Und die scheinen ja da, oh gut, das sieht man jetzt durch diese Nahaufnahmen, das sind eben halt abgetragene Treter, ja, also die sind beileibe nicht neu. Aber das war schon einigermaßen skurril, die standen da einfach. Ja, also da hätte man wahrscheinlich eine andere Perspektive oder von einer anderen Seite fotografieren sollen, damit man die Leute noch vorbeigehen sieht oder so, noch ein bisschen Bewegung und halt ja etwas mehr. Also ich finde es cool, die tiefe Perspektive, das ist sicher nicht schlecht, aber man, die Geschichte geht komplett verloren. Sieht so aus, als würde einfach jemand ein paar Schuhe fotografieren. Produktfoto, ja. Genau, ja. Und eigentlich sogar für ein Produktfoto ja, zu viel Vordergrund. Also ich hätte das untere Drittel weggeschnitten und wäre froh, wenn ich oben die Häuser darüber noch im Hintergrund sehen würde, dass die in den Schuhen drin stehen irgendwie. Würde, denke ich, mir noch mehr erzählen. Ich habe die ganze Zeit aber jetzt so im Kopf, wenn ich mir die Bilder nochmal Revue passieren lasse, da schwebt sowas drüber. Und das hängt vielleicht mit der Kühe zusammen wie Straßenmode. So als Oberthema. Ja. Das war aber nicht vorgegeben. Nein. Und, okay, aber das gibt es eigentlich gibt es einen Grund dafür, warum da fast alle Bilder schwarz-weiß sind, oder ist das Zufall? Ja, das ist natürlich, ja, ich finde, also in der Streetfotografie sieht man das eben halt sehr oft als Stilmittel. Ja, und hochkontrastige Schwarz-Weiß-Bilder. Also da sehr, sehr viel. Ich mache absichtlich ja Farbe, weil ich Farbe toll finde. Aber das, also ihr habt es doch bei dem Workshop nicht irgendwie Vorgabe gehabt, heute machen wir alle Schwarz-Weiß. Also ich sage jetzt nochmal, ne, full disclaimer, wir hatten keine Vorgabe. Wir durften machen, was wir wollten. Okay. Ja, nein, das findest du aber in der Street-Fotografie recht häufig. Thomas, weißt du, woher das kommt? Ist das irgendwie noch aus der Film-Ära oder was? Ist eine gute Frage. Ich denke, weil halt viele alte Meister in Schwarz-Weiß fotografierten und ja, also für mich ist es so, ich mag Farbe nicht besonders, weil es in der Stadt viel zu bunt ist. Also es ist sehr, sehr schwierig, ein farbiges Bild zu machen, das nicht störende Elemente hat, weil es einfach im Hintergrund zu bunt ist. Und ich finde, ein Schwarz-Weiß-Bild reduziert ein Bild mehr auf Formen, Strukturen und Emotionen und es lenkt halt nicht so ab. Ob es schwieriger oder einfacher ist, würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen. Naja, aber du hast schon recht. Ne? Es ist sicherlich so, dass du da dich bei dem Schwarz-Weißen schon sehr auch auf die Aussagen konzentrieren kannst und sogar musst. Und Farbe als Stilmittel fällt eben halt weg. Ne? Also das muss man auch fairerweise mal sagen, weil teilweise hast du ja da auch Farben, auch was die Leute so an Klamotten tragen. Das ist ja schon der schiere Wahnsinn. Ja, da fallen einem ja manchmal die Augen raus. Das fällt natürlich bei Schwarz-Weiß weg. Und es hat eben halt so dieses rohe, und das finde ich auch gut, ganz ehrlich. Nur ich habe jetzt gerade so eine Farbphase. Also ich habe in meiner Sammlung jetzt habe ich zwei Farbbilder, weil das eigentlich in Schwarz-Weiß nicht gewirkt hätte. Das eine war mit dieser Vodafone-Hintergrund. Ja, fair. Das wäre eben halt in Schwarz-Weiß total langweilig gewesen. Und das zweite war, dass ich bei einer Demonstration ein Polizeimotorrad in einen Spiegel fotografiert habe, wo eben zu dem Zeitpunkt das Blaulicht aufblinkte und er so einen gelben Helm hatte. Das wäre dann in Schwarz-Weiß auch eher doof geworden. Ja. Aber ansonsten habe ich die anderen auch alle in Schwarz-Weiß umgewandelt. So, und dann finally hätten wir hier noch den Kollegen mit dem Schirm. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, wir haben uns ja auch da völlig in die, also es hat ja geschüttet aus Eimern, ne, die ganze Zeit. Ja. Ja, ja. Und das war schon, das war schlimm.
Wobei, es gibt ja kein schlechtes Wetter. Ach komm. Ich bin hier der Hamburger, ja? Ich darf sowas sagen. Du bist doch kein gutes Wetter gewohnt, genauso wenig wie ich. Ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst. Das war doch ganz stinknormales Wetter, wie das hier bei uns oben im Norden so ist. Schiedwetter. Hm. Hamburger und Bremerhavener Schmuddelwetter. Hm. Na gut. Hm. Du bist nicht so oft in Hamburg, ne? Du warst so jung, ja? Bei diesem Bild, ich denke, ich wollte was mit Spiegelungen machen, aber da die Spiegelung fällt komplett weg, weil zu weit weg ist von der Scheibe. Ja, oder vielleicht ist es auch gar keine Scheibe, sondern so ein Granit oder sowas. Ja. Ja. Also irgendwie ist recht zu viel. Man hätte wahrscheinlich am Schirmrand in der Spiegelung abschneiden können. Und wobei, da kommt er noch mehr ins Zentrum. Das ist vielleicht auch nicht optimal. Immerhin Blickkontakt. Cool finde ich, dass man immerhin seinen Arm doppelt sieht. Also ja. Da rechts noch ein Arm ist, der da noch ein bisschen was zur Verwirrung beiträgt. Ja, das stimmt. Nee, da muss man dann näher ran. Da hat ja Stefan irgendwie reichlich mit gearbeitet. Und es ist eigentlich schade, dass er hier sich so hartnäckig weigert, uns da seine Ergüsse zu zeigen. Aber so ist er eben. Und jetzt ist er auch seine Kinder ins Bett bringen und nicht mehr da. Jetzt können wir über ihn lästern. Ja, ja. Ja, aber dann haben wir zumindest das, was die Kollegen uns eingereicht haben, haben wir ja heute mal durch. Sehr schön. Ja, Thomas, ich freue mich sehr, dass du teilgenommen hast. Vielen Dank. Gern geschehen. Und vielen Dank. Das war doch mal ein schöner Abschluss des Workshops. Vielen Dank nochmal. Euch allen anderen wünsche ich eine angenehme Woche. Dir natürlich auch, Thomas, aber hoffentlich, ja, man kann das. Ja, ja. Ne? Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, müssen wir mal gucken, da bin ich wieder unterwegs, auch irgendwie sonntags schon und ganz anstrengend, müssen wir mal schauen. Unser Hotel-WLAN ist ja immer ein bisschen schwieriger, das ist wahrscheinlich nicht so empfehlenswert, aber da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ja, bis dahin, wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bis dann, danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Bis nächste Mal. Ciao.